Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Blogbeitrags. Ich sitze hier auf meiner Couch zusammen mit meinem Hund, der sich schon gemütlich gemacht hat. Also nicht wundern, wenn Sie zwischendurch Schnarchgeräusche hören, die kommen nicht von mir, sondern von ihr. Es geht im neuen Beitrag um das Thema Gier und Angst, um das Thema Gierschranke und Angstschranke. Menschen seien im Gegensatz zum Tier, so sagt man, vernünftige Wesen. Sie unterscheiden sich von anderen Lebewesen dadurch, dass sie ihre Entscheidungen und ihre Handlungen auf ein gewisses Maß an Logik und Vernunft aufbauen und nach nachhaltigem Nachdenken Entscheidungen treffen und Handlungen ausführen. Naja, zumindest rein technisch, materiell haben wir ja tatsächlich vor allem in den letzten 100, 150 Jahren gewaltige Fortschritte erzielt und tatsächlich ist vieles davon das Resultat von empirischer Forschung und von technischen Errungenschaften, die sich durch unsere Fähigkeit ergeben hat, nachzudenken und Wissen weiterzugeben in vielerlei Form und auf bestehendes Wissen wieder aufzubauen und etwas Neues daraus entstehen zu lassen. Das ist unbestreitbar. Dennoch gibt es viele Fälle, viele Dinge, von denen wir wissen, dass sie weder unserem Planeten, unserer Umgebung, unserer Familie oder auch vor allem nicht uns selbst gut tun. Und trotzdem tun wir diese. Nicht sehr vernünftig, oder? Also das widerspricht dem Vorhergesagten doch total. Wir wollen eigentlich geliebt werden, Respekt von anderen, wir wollen akzeptiert werden und ab und zu ein bisschen bewundert werden. Ist auch nicht schlecht. Trotzdem verhalten wir uns oft so, dass wir das genaue Gegenteil bei unserem Gegenüber auslösen. Wir wollen Kriege führen, um Frieden zu bewahren. Wir nehmen gewaltige Einschränkungen hin, um unsere Freiheit zu bewahren und Freiheit zu schützen. Und wir gehen große Risiken ein, um unsere Sicherheit zu bewahren oder zumindest uns sicher zu fühlen. Das alles sind Dinge, die alles andere als vernünftig sind. Oder wir spenden Millionen für die dritte Welt, für hungernde Kinder, die ohne unser unethisches Verhalten gar nicht in dieser Lage wären. Oder zumindest wäre die Lage nicht so schlimm. Wenn wir tatsächlich die Krone der Schöpfung sind, ist das ein komisches Gefühl. Und ich denke, dass es sich hier eher um so einen Marketing-Gag der Kirche handelt. Wenn Gott uns tatsächlich nach seinem Ebenbilde geschaffen hätte, würde das einiges von diesem Chaos hier erklären, was ich aber nicht glaube. Ich glaube eher, dass es andersherum ist. Ich glaube, dass der Mensch sich Gott nach seinem Bilde, nach seiner Vorstellung geschaffen hat und dass ihn das höchstens mal amüsiert, wenn es ihn gibt, was wir so von ihm denken. Aber ohne irgendjemand Gläubigen zu nahe zu treten. Darum geht's mir gar nicht. Warum das alles so ausgelegt und so angelegt ist, kann ich auch nicht sagen. Ich weiß es natürlich nicht. Aber warum sich Menschen manchmal unvernünftig verhalten und zu ihrem eigenen Schaden handeln, das wiederum ist, na zumindest erklärbar, es ist in uns so angelegt. Es ist eine Funktion, die uns manchmal schützt und die durchaus ihren Sinn hat, aber eben auch negative Auswirkungen hat. Es geht zum Beispiel neben manchem anderen um das Thema Gier und das Thema Angst, um die Gierschranke und die Angstschranke, wenn wir das mal als Bild heranziehen wollen. Wenn uns sowohl Gier als auch Angst übermannt, geht diese Gierschranke herunter und verhindert, dass vernünftige Gedanken in unser Bewusstsein treten. Das ist ähnlich wie
die berühmte Blut-Hirn-Schranke, die verhindert, dass Schadstoffe in unser, mit dem Blut in unser Gehirn kommen, so verhindert diese Gierschranke und diese Blutschranke, dass vernünftige Gedanken in solchen Situationen zu uns durchdringen und wir handeln wieder besseren Wissens. Zum Beispiel zur sofortigen Bedürfnisbefriedigung oder eben auch um Angst abzuwehren oder eine Situation abzuwehren, die Angst in uns auslöst. Man kann diese Funktion in verschiedensten Situationen beobachten, sowohl im großen Weltgeschehen als auch im ganz normalen Nachbarschaftsstreit oder sonstigen Dingen in unserem direkten Umfeld. Sobald wir uns bedroht fühlen, geht diese Angstschranke runter und wir handeln nicht mehr objektiv richtig. Wenn wir uns bedroht fühlen von einem Tier, muss dieses ausgerottet werden. Wir müssen davon befreit werden. Man sieht das an der Diskussion, wenn sich wieder irgendwo Wölfe ansammeln. Die Urängste gehen da wieder hoch. Genauso, wer sich noch daran erinnern kann, an Edmund Stoibers Problembär, der in Bayern plötzlich auftauchte und von der Touristenattraktion plötzlich zur Bedrohung wurde und dann abgeschossen wurde. Alles, was uns bedroht, von dem wir Angst haben, halten wir für gerechtfertigt, dass wir uns dieser Gefahr entledigen. Genauso ist es mit der Gierschranke. Wenn wir uns irgendeinen Vorteil versprechen, geht diese Gierschranke runter und wir denken nicht mehr vernünftig nach. Langfristiger Nutzen wird geopfert zu kurzfristiger Bedürfnisbefriedigung. Und so handeln wir entsprechend, quälen andere Wesen, um selbst jünger auszusehen, um unser Leben zu retten. Im Sinne der Forschung ist ja fast alles erlaubt, alles, was den Menschen länger und gesünder leben lässt, dürfen wir tun. Soweit die Ethik mancher Menschen und auch mancher Religionsführer, die sich das an die Fahnen heften. Und das kann im Sinne der Schöpfung, an die sie scheinbar glauben, eigentlich nicht stimmen. Aber wie gesagt, wenn der eigene Vorteil betroffen ist, die eigene Gier einsetzt, die Gier nach Gesundheit, die Gier nach Leben, die Gier nach Geld, völlig egal, dann setzt das logische Denken und das vernünftige Denken einfach aus. So, und genauso ist es im Großen wie auch im Kleinen. Wenn sich die Schranke senkt, ist vernünftiges Handeln schwierig bis ausgeschlossen. So, damit lassen sich auch großartige Geschäfte machen. Eine der größten Werbeerfolge der Versicherungswirtschaft war die Was-wäre-wenn-Werbung. Was wäre, wenn Sie jetzt einen Unfall hätten? Wenn Ihnen etwas passiert und Sie hinterlassen Ihre Liebsten unversorgt? Was wäre, wenn irgendetwas passiert? Wenn der Blitz einschlägt? Wenn Hochwasser kommt? Wenn, keine Ahnung, Sie Ihr Haus verlieren, wenn der Waschmaschinenschlauch platzt oder was. Was auch immer. Es gibt tausende von Versicherungen, die verkauft werden mit Was wäre, wenn. Viele dieser Versicherungen könnten Sie sich schon nach kurzer Zeit den Schaden, eigentlich nach kurzer Zeit schon sparen und den Schaden bezahlen und noch was aufs Sparbuch tun, wenn Sie die Versicherung nicht abschließen würden, das Geld stattdessen auf die Seite legen würden. Aber das ist ein anderes Thema. Es ist genau diese Angstschranke, die dann runtergeht. Und genauso machen sich Tausende von Trickbetrügern die Gier der Menschen zunutze und sie verkaufen heute noch, obwohl es eigentlich jeder weiß, dass hohe Rendite auch immer mit hohem Risiko verbunden ist. Trotzdem werden immer noch Geschäfte gemacht auf dem Rücken des kleinen Anlegers, weil er nicht sich ein Geschäft entgehen lassen will mit
Tausenden von Prozenten Gewinn, die ihn auf einmal über Nacht ohne Anstrengung reich machen. Auch in unserem Business, dem Internet-Business, gibt es diesen Traum schon lange und viele haben sich eine goldene Nase damit verdient, indem sie anderen erzählen wollten, wie man denn im Internet Geld verdient, praktisch über Nacht. Ich muss keine Kunden mehr akquirieren, ich muss mit niemand mehr sprechen, ich kann mich hinter meinem Laptop verstecken und das Geschäft läuft von alleine. Auch das ist eine Form von Gier, von der Gierschranke, die dann runtergeht und das logische Denken dann einfach aussetzt. Gier und Angst, ich habe es eingangs schon gesagt, das sind beides Funktionen, die ihren Sinn haben, die sind nicht umsonst in uns angelegt. Ein bisschen Gier treibt uns an im positiven Sinne. Wir wollen Dinge haben, die wir im Moment nicht haben und das treibt uns an, zu tun, uns zu entfalten, uns weiterzubilden, uns schlauer zu machen, zu arbeiten, was auch immer. Irgendwas Sinnvolles zu tun, um diesen Zustand, um diese Belohnung zu erreichen. Also ein kleines bisschen Gier ist letztendlich auch die Grundlage fast jeglicher Motivation. Das muss nicht nur Gier nach Geld sein, sondern eben Gier nach Liebe, Gier nach Anerkennung, Gier nach Bewunderung oder was auch immer. In abgeschwächter Form nennen es viele auch Bedürfnis. Und bei der Angst ist es ganz genauso. Wenn unseren Urvätern der Säbelzahntiger gegenübersteht, dann blieb nicht viel Zeit für eine sorgfältige Analyse, sondern die Devise hieß, nichts wie weg. Und das war gut so. Also Angst und Angstreaktionen, die Abschaltung des bewussten Denkens ist eine sinnvolle Einrichtung der Evolution, die uns das Überleben gesichert hat, weil in manchen Situationen in tatsächlicher Angst, mit tatsächlich begründeter Angst, das einfach Leben gerettet hat. Diejenigen, die stehen geblieben sind und noch lange überlebt haben, die im falschen Moment mutig waren, die gibt es nicht mehr. Also deren Gene sind ganz einfach ausgestorben. Und somit ist Angst in gewissem Grade nützlich. Wer aber tatsächlich frei und unabhängig leben will, muss diese Angst und diese Gier zumindest unter Kontrolle bringen. Wir können sie nicht abschalten und es wäre, wie gesagt, auch nicht in unserem Sinne, dass man diese Dinge abschaltet oder abschafft. Es wird uns auch nicht gelingen, die sind immer da. Die sind in uns so tief angelegt, dass wir sie auch nicht wegbringen. Aber wir können uns bewusst machen, was uns in der jeweiligen Situation antreibt und was unsere Entscheidungen gerade in diesem Moment beeinflusst, indem wir verzögern. Das heißt also, wenn ich das Gefühl habe, die Gierschranke und die Angstschranke ist unten, dann handeln Sie nicht. Wenn Sie das Gefühl haben, es ist gerade der Fall, dass die Gier Sie steuert oder die Angst Sie steuert, dann handeln Sie nicht. Sehen Sie, wenn Ihnen ein guter Verkäufer gegenüber sitzt, der wird immer, immer auf den direkten Abschluss des Geschäftes drängen oder zumindest darauf hinarbeiten, weil er diese Funktionen kennt. Und er wird immer mit der Gierschranke und mit der Angstschranke arbeiten, indem er ihnen ein super tolles Geschäft anbietet, das es eben nur heute gibt. Künstliche Verknappung nennt man das im Marketing. Oder er wird ihnen ihre Angst verstärken, vielleicht sogar welche erzeugen, je nachdem, wie ethisch gut drauf er ist und wie ethisch er veranlagt ist. Aber er wird zumindest nichts gegen ihre Angst unternehmen, wenn er davon profitieren kann. Und das ist es letztendlich, was sie zum Unterschreiben bringt, was sie zugreifen lässt, egal ob im Internet, im Verkaufsgespräch von Mensch zu Mensch oder in sonstigen Situationen. Was sie handeln und entscheiden lässt, was sie andere Menschen, andere Lebewesen opfern lässt zu ihrem eigenen Vorteil, es ist immer die Entscheidung innerhalb dieser Gier- und Angstschranke. Und es gibt genügend Menschen da draußen, die sie entsprechend manipulieren wollen, die ihre Schranke absichtlich senken.
Und sie haben, ich möchte nicht sagen tagtäglich, aber oft genug, werden die Situation, dass Entscheidungen von langer Hand vorbereitet werden. Sie merken es an den Nachrichtenmeldungen, wenn irgendein Krieg vorbereitet wird. Sie merken es an den Nachrichtenmeldungen, wenn bestimmte Kleinigkeiten sich ankündigen für Epidemien, für Krankheiten, für irgendwas. Ich darf nur erinnern an die Schweinegrippe, der, ich weiß nicht, nicht mal ein paar hundert, ich glaube unter 100 Menschen zum Opfer fielen oder wie viele auch immer. Es waren auf jeden Fall weniger wie bei der ganz normalen Grippe, aber erinnern Sie sich bitte an die Panik, die verbreitet wurde und diese Angstschranke, die runterging, die ganze Staaten dazu ermuntert hat, sich Lager anzulegen, auf denen sie nachher sitzen geblieben sind und vieles mehr. Also lassen Sie sich nicht täuschen, diese Dinge funktionieren auch bei hochintelligenten Menschen, nicht nur bei Leuten, die eben nicht so hoch gebildet sind wie andere, zumindest wie die anderen, die das denken. Wenn also die nächste Epidemie am Anrollen ist, das nächste große Geschäft vor Ihnen auf dem Tisch liegt und Sie sich in irgendeiner Form nicht ganz sicher sind, ob gerade die Gierschranke oder die Angstschranke unten ist, dann handeln Sie im Zweifelsfall nicht. Vielleicht geht Ihnen dadurch tatsächlich mal ein richtig guter Deal durch die Lappen, aber es gibt Tausende davon und die nächsten warten um Sie herum. Viel größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn Sie handeln, weil Sie gerade unter dem entsprechenden Druck stehen, der Angst, was zu verlieren oder die Dollarzeichen in den Augen haben, weil die vielen Prozente auf Sie warten, Sie auf einmal reich werden, dann ist die Gefahr wesentlich größer, dass Sie irgendjemand auf den Leim gehen, der alles andere will als Gutes für Sie. Er will sogar Ihr Bestes, nämlich Ihr Geld meistens. Und durch diese Verzögerungstaktik, dem Bewusstwerden, wer gerade am Ruder sitzt, die Angst oder die Gier oder eben die Vernunft, in dem Moment können Sie tatsächlich frei handeln und tatsächlich unabhängig handeln. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Das ist eine reine Übungssache. Es wird nicht von heute auf morgen immer klappen, aber es wird Stück für Stück immer besser werden. Ich wünsche Ihnen maximalen Erfolg dabei und alles Gute. Bis zum nächsten Mal, Ihr Gerd Ziegler.